Und willkommen zurück, meine lieben Kameraden, zur neuesten Runde, zur neuesten Folge von World of Tanks. Ja, wieder mit mir, den Florian, wie ihr natürlich wisst. Und gesagt, ich sag's immer wieder von neuem. Für alle neuen Zuschauer. Und ja. So, schöne Panzer, schöne Panzer, schöne Panzer. So, ja, wir gehen mal wieder auf unsere geliebte Seite, bei der man auch mal was treffen kann. Auf der anderen Seite ist ja nichts in dem Sinne mit Treffen. Weil es ja so ein verdammter Fels immer ist. Und hier müssen sie, wenn sie gehen, den Berg runter. Und ja, das nutzen wir aus. So. Und er ist verschwunden, Bus, aber er ist auch viel zu schnell. So. Ich will jetzt nicht, dass ich jetzt danach gegen den Felsen schieße. Das wäre Kacke. So ist perfekt. Wenn ich jetzt hier noch auf den Felsen schieße, dann weiß ich auch nicht. Okay. Ja, jetzt heißt es warten. Und tja, der mittlere Panzer hat unten jetzt den schweren Panzer entdeckt. Oh, er hat viel. Oh, das ist Kacke. Der ist schon mal weg. Würde ich mal sagen, außer er kann schnell genug fliehen. Langsam müssen die doch mal rauskriegen, dass hier unten ein Haufen Jagdpanzer stehen. Drei Stück momentan. Also, stellt euch nicht direkt dorthin. Das ist immer doof. Stellt euch dorthin und lasst. Und. Oh ja. Und deckt sie auf. Zwingt sie, dass sie hierher kommen. Was glaubt ihr, was glauben die denn, wie es abgehen würde, sobald die dann erst, die ersten paar Schritte nach unten in sich bewegen? Hierher. Am besten wäre es, wenn einer dastehen würde. Einer nur. Und dann müssen die nämlich erstmal dahin fahren. Und wenn er sie aufdeckt, dann können sie nicht mehr fliehen, falls wir kommen. Okay. Für den Typen sieht es mies aus. Was will denn der leichte Panzer? Er ist im Aufdecken da, aber so bringt das nichts. Ich hoffe, dass von da oben mal einer runterguckt. Ich hätte nichts dagegen. Auch wieder hinter den Felsen. Die Restlichen kann ich nicht sehen. So. Der leichte Panzer ist wohl weg. Nein, der lebt noch irgendwo. Da hinten. Okay. Die wollen jetzt wohl alle von außen kommen. Wenn der Typ endlich mal sich da woanders, wenn er weiter runtergehen würde, dann könnte man ihn abknallen. Den Gegner. Gut, man kann jetzt wirklich sagen, er macht seine Arbeit gut. Und warum einen anderen holen, der vielleicht seinen Kill klauen könnte. Aber teamwork-mäßig ist das hier ein Problem. Ja, momentan. Boah, ich hasse, dass die immer dann so auftauchen erst. So im Nachhinein. So gesehen hat er ihn doch eigentlich gesehen. Also wie das da wirklich funktioniert, das kann ich ehrlich gesagt noch nicht. Also der Typ stand ja so gesehen direkt neben ihm. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Oh, den da kann ich erwischen. Der ist empfindlich an der Seite. Das weiß ich von dem. Komm schon, VK 45. Ich bin auf dem Felsen abgeprallt. Wenn ich näher rankomme, dann treffe ich auch besser. Wirkungstreffer. Den wollte ich eigentlich nicht treffen, aber in Ordnung. Der ging voll durch ihre Panzerung. So.
Jetzt kommen die Jagdpanzer dran hier. So. Jetzt muss ich weiter vor. Ich muss jetzt aufdecken. Das bringt nichts, wenn er jetzt dann da noch rüberschießt. Das ist Muni-Verschwendung. Ich habe auch schon von meinen Freunden gehört, ich bin wahrscheinlich der Einzige überhaupt, der sich um die Muni Sorgen macht. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Also, kann man leider nichts dran ändern. Kritisch. Wenn er meint. Aber zumindest kann man sagen, mein Radar funktioniert. Fuck, Alter. Ungefähr jedenfalls. Keine Ahnung, von wo die Kugel kam. Aber die kam überraschend. Das ist jetzt kacke. Die Frage, von wo kommen sie? Ich denke, dass sie von da kommen, aber ich gucke einfach mal weiter dorthin. Okay. Ich glaube, man kann ja unten am Fall sehen, wo mein Sichtfeld ist. Das ist wahrscheinlich auch der Radar an sich. So. Jetzt geht es nur noch um unsere drei Jagdpanzer. Der ging nicht durch. Wir sind bewegungsunfähig. Fuck. Das war's gewesen. Kette wieder funktionstüchtig. Los geht's! Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet! Okay. Der ging voll durch ihre Panzerung! So. Wir haben sie nicht mal angekratzt! So. Das war's für uns. Scheiße, Mann. Natürlich können jetzt einige sagen, wo hast du jetzt hingezielt? Einfach nur auf das Seitenteil. Okay, der hier ist jetzt der nächste Interessante. Ich hoffe, dass die Gegner... Oh Gott, das sind noch drei schwere Panzer da drüben. Und ein Jagdpanzer. Er will jetzt halt hoffen, dass er jetzt einen anderen zieht. Ich hoffe es auch. Dann haben wir schon mal den einen weniger. Gut. Hä? Okay, die Kugel kam irgendwo von da geflogen. Und der letzte. Ah, da ist meiner. Wohin guckst du, wohin guckst du? Ja, genau. Stehen bleiben und. Oh, man kann sogar die Delle sehen, wo er getroffen hat. Oder? Ja. Geil. Ist noch gar nicht aufgefallen davor. Wir haben leider verloren. Aber war doch eigentlich schon mal ganz interessant. Hätte ich ihn da oben noch erledigt. Da hätten die zwei, drei da durchgeschlagen. Dann hätten wir vielleicht sogar noch... Ja gut, gewinnen ist so eine Sache, aber... Dritter Platz, das haben wir schon ewig nicht mehr gesehen. Das muss ich leider zugeben, dass ich mal wieder etwas weiter oben bin. Ah, das habe ich echt vermisst. Ja. Schüsse abgegeben 14, Direkttreffer 12, Durchschläge 7. Treffer halten 8, Bewegungstreffer 5 und 13 nicht durchgeschlagen. Ja, da hatte ich echt Glück gehabt. Gegner bestätigt 3, aber zerstört leider nur 2. Gefahrene Strecke, fast einen Kilometer, also... Wie gesagt, Sprit gibt's ja gar nicht. Und ja. Dann kann man das Ding gleich wieder reparieren. Boah. Ja, und dann ist man wieder unter 900.000. Ja, ist teuer.
Aber es hilft uns für die Forschungspunkte, soweit ich weiß. Und es fehlen nur noch 7000. Ja. Warte mal. Oder? Doch, genau. 7000 fehlt nur noch. Die drei Punkte hier können wir uns jetzt mal schenken. 7000 Punkte brauchen wir noch. Und dann. Ja, dann gibt's den nächsten Panzer. Da bin ich mal sehr gespannt, welchen ich nehme. Ich dachte ja wirklich an den Ferdinand, aber ich muss jetzt echt mal schauen. Okay, macht keinen Unterschied. Ja, mal schauen, was wir machen werden. Bis dann, Leute, haut rein. Ciao.